So, dann wollen wir mal auf zur letzten Runde. Gleich haben wir es geschafft und dann ist Feierabend. Ich habe doch vorne im Schaufenster noch zwei Schachteln für die Puppe und den Bären. Ja, der Herr kommt sicherlich, um euch abzuholen, noch vorbei. Manche kommen wirklich immer auf den letzten Drücker. So, die ist für dich. Da passt du sicher genau hinein. Gleich zur Kasse gebracht. So, und für die Puppe haben wir eine etwas kleinere Schachtel. So, schön. Und dann kommt noch ein schönes Schleifchen drumherum. Einpacken ist sowas Schönes. Wenn man was einpackt, dann packt man die Freude von dem, der die Schachtel auspackt, schon beim Einpacken mit hinein. So, die kommt auch mit zur Kasse. So. Ach je, habt ihr gehört? Da hat ein kleines Mädchen ihre Mutti verloren. Ach je, na bei dem Gedränge, was? Hat sich wieder angefunden? Ach, ich dachte schon, euch ist das Schnuppe. So, dann komm mal, Sabinchen, wo steckt sie denn? Halt, 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 halt. Du kriegst noch ein Stück Käse. So. Oh, was ist denn das? Oh, hier habe ich noch eine schöne Schachtel. Die ist ja wunderbar. Sag mal, ist da noch was drin? Da ist noch eine Schachtel drin. Na, das ist ja schön. So, die kann ich ja auch noch mit zur Kasse. Ne, das glaube ich. Ja, hier ist noch eine. Dann werde ich die auch noch zur Kasse bringen und sag mal, jetzt wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Das gibt's ja gar nicht. So, jetzt haben wir schon eins. 2, 3. Oh, hier ist noch eine. Das ist ja wirklich. Das gibt's ja gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Und. Also, jetzt schlägt's 13. Da ist noch eine Schachtel. Sag doch mal, die hab ich ganz ver. Nee. Oh, ist das schön. Nein, da ist ja sogar noch. Ich glaube, den habe ich letztes Jahr gebastelt. Ach, die sehen ja noch tipptopp aus. So, die kommen jetzt alle zur Kasse. Und da kann man ja das eine oder andere Geschenk noch mit. Schaut mal, ich habe hier so schöne. Ach du Jemine. Ja, ja. Ich räume es nachher noch weg. Ja, mache ich. Ja, ja. Ja, tschüss. Schöne Feiertage. Ja. So, ja. Ja. Hallo, hier ist Frau Schnuppe vom Warenhaus Knuppepuppe. Hier ist Frau Knuppe. Ach, Sie? Ja, wann kommen Sie denn nun endlich? Ist doch gleich Feier. Aha, Sie wollen die beiden doch nicht kaufen? Ach, warum denn nicht? Ja, ja. Hm. Ja, vielen Dank, dass Sie Bescheid gesagt haben. Ach, eine Barbie. Hm. Und ein Barbie-Häuschen hat die Frau schon. Ja, nee, dann zu viel schenken ist auch. Ja, alles Gute, schöne Feiertage. Jetzt wird ihr Zeug doch nicht abgeholt. Sabinchen, hast du das gehört? Was machen wir denn? Ach, du musst doch aufpassen auf die beiden. Komm mal her. So, hier hast du noch ein Stück Käse. So. Ach je, das ist ja wirklich traurig. Jetzt ist Feierabend und Frau Knuppe muss. Es tut mir so leid, Kinder. Ja. Ach, ich freue mich schon so auf meine Caroline. Gleich werden wir uns sehen. Ja, dann kann ich zu Hause noch alles vorbereiten. Sabinchen, wo steckst du denn? Komm mal her. Du musst schon sagen, du passt mir auf die beiden hier ein bisschen auf. Ja? Schön. Jetzt habe ich mich fast verschluckt. Ich wollte dir noch erzählen, dass ich doch mit meiner Caroline immer die schöne Geschichte lese. Und ich erzähle es ihr. Von Ladislaus und Annabella. Ja. Und an einer Stelle muss ich immer heulen. Ist immer die gleiche. Wo willst du denn hin? Komm mal her. So, mach's gut, Sabinchen. Und schön auf die zwei aufpassen. So, dann stelle ich euch noch meine Lieblingsschachtel hin. Da ist es nicht so trist.
so leid. So. Also wenn meine Caroline noch kleiner wäre, ich hätte euch sofort mitgenommen. So, dann wollen wir mal. Wo ist die Tasche? Ah, Hutstock, Schirmbrille, Gesangbuch. Haben wir. Oh, wer ruft denn jetzt noch an? Ja. Ja. Ja, hallo, hier ist Frau Schnuppe vom Warenhaus Knuppe. Hier ist Frau Knuppe vom Warenhaus Schnuppe. Caroline, Sabinchen, meine Tochter. Ja. Na, bist du schon losgefahren? Ich wollte gerade eben. Wie? Du bist krank? Ach, Kündchen. So richtig mit Fieber, ja? Ja, ich höre schon. Bist ganz verschnupft. Ja, Kleine, dann leg dich ins Bettchen. Mach schön Halswickel. Ja, das ist nicht schlimm. Ja, wenn du krank bist, bist du krank. Hm? Schön Bulmutin auf die Brust, schön schwitzen. Nimm dir die dicke Daunendecke oben rauf. Ja, mein Kind, ich bin ja schon groß. Mach dir keinen Kopf. Wir telefonieren schön, ja? Ja, mach's gut. Ja, nein, ist nicht schlimm. Gute Besserung. Ist überhaupt nicht schlimm. Kann ich ja hier gleich übernachten. Mensch, jetzt hör mal, pieps auf zu heulen, Frau Knuppe. Ja, das sagst du so, Sabinchen. Da soll ich nicht weinen, wenn mein Kind krank ist. Und wem soll ich die schöne Geschichte von Ladislaus und Annabelle erzählen? Hm? Na, mir pieps und den Kindern. Na, was denn für Kinder? Na, die da draußen vor der Schaufensterscheibe, also ich meine vor der Mattscheibe sitzen. Ja, wirklich, Kinder. Also, ich hab euch gar nicht. Oh, warte mal. Jetzt sehe ich euch. Ach, sowas ist mir gar nicht aufgefallen. Seid ihr schon die ganze Zeit da, ja? Sabinchen, das ist eine gute Idee. Dann erzähle ich den Kindern die Geschichte. Na los, Pieps, jetzt fang schon an. Ja, ja, nun sei mal nicht so ungeduldig. Was soll ich denn zu Hause alleine? Da komme ich noch auf dumme Gedanken. So, Mäntelchen wieder aus. So, aber ich muss euch sagen, die Geschichte ist ein kleines bisschen traurig. Aber sie geht gut aus. Nur los, Pieps, du fang schon an. Ja, doch, Sabinchen. In der Ecke eines Fensters, unten rechts im Warenhaus, sitzt die Puppe Annabella mit dem Bären Ladislaus. Annabella weint und jammert. Ladislaus, der grunzt und schnauft. Weihnachtsabend ist gekommen und die zwei sind nicht verkauft. In dem leeren Warenhause löscht man langsam Licht um Licht. Nur in diesem einen Fenster, da verlischt die Lampe nicht. Du, Ladislaus. Hm? Das ist ja auf einmal so still. Hm. Haben die uns vergessen? Hm. Und wir sind jetzt ganz alleine in dem großen Kaufhaus? Hm. Aber das können die doch nicht machen. Nun doch, siehst ja. Uns wollte eben keiner haben. Mann, ich hatte mich so darauf gefreut. Weißt du, wir beide schön verpackt in einer Schachtel, ja, so als Geschenk unterm Weihnachtsbaum und noch eine große Schleife drumherum und irgendein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen freut sich, wenn es uns auspackt. Hm, hab ich auch gedacht. Mann. Hey, hallo, wir sind noch hier, Ladislaus und Annabella, ist da noch wer? Da kannst du lange rufen.
Die sind alle weg. Schön zu Hause Weihnachtsfest vorbereiten. Weißt du, Ladislaus, ich glaube, dass das meine Schuld ist. Was? Na, dass uns keiner haben wollte. Warum? Na, guck mal, siehste, ich habe Ringelsocken hier und ein Kordkleidchen und dunkelbraune Haare. Und ich glaube, das ist ganz unmodern. Meinst du? Hm? Ich dachte eher, das liegt an mir. Warum? Naja, weil ich habe hier so Wuschelhaar obendrauf. Hm? Und eine Brille. Und Bär mit Brille ist auch doof. Aber Ladislaus, ohne Brille siehst du mich doch überhaupt gar nicht. Das stimmt. Na, siehste. Und außerdem gefällst du mir mit deiner schönen runden Brille und deinem Wuschelhaar. Ehrlich? Hm? Ich finde dich auch schick mit deinen Ringelsocken und deinem Kordkleidchen. Ja? Na klar. Trotzdem, dass wir beide hier zum Weihnachtsfest in dem ollen Schaufenster sitzen müssen, das ist gar nicht schön. Arme Puppe. Armer Bär. Jetzt hör mal auf zu heulen, sonst muss ich noch mitweinen. Hey, ihr zwei da oben, Pieps. Hallo? Jetzt hört mal auf zu jammern, Pieps. Ich bin ja auch noch da. Hä? Hast du das gehört? Hm. Wer ist denn da? Na, ich bin hier unten im Keller, Pieps. Wer denn? Na, ich bin Sabine, die Kaufmaushaus, Pieps. Was? Quatsch, die Mauskaufhaus. Blödsinn. Die Kaufhausmaus Sabine. Hallo, Sabine. Wir sind hier oben. Ja, ich weiß doch, Pieps. Ja, uns wollte keiner haben. Ja, aber wisst ihr was? Ihr müsst einfach irgendwas machen. Ja, was denn? Na, spielt doch was Schönes, dann verliert die Zeit, Pieps, ein bisschen schneller. Meinst du? Na klar, los. Hört mal auf rumzujammern. Hm. Sabine sagt, wir sollen was... Verstecken? Ja, verstecken ist schön. Darf ich mich zuerst verstecken? Gut. Und du zählst? Ich zähle. Wo ist die... Hier. 1, 2... Aber nicht schwulen. Nein, mache ich nicht. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Och, wo soll ich mich denn hier bloß verstecken? 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, ja, das ist gut. 18, 19, 20, jetzt komm ich. Warte mal, Ladislaus, gleich, ich bin gleich verschwunden. Und den Deckel noch drauf, Frau Knuppe, sonst komm ich ganz zu, sonst krieg ich... Jetzt kannst du! 20, ich komme! Annabella? Hm, hier ist sie nicht. Da ist sie auch nicht. Hier ist sie auch nicht. Ich kombiniere. Da steht eine rote Schachtel. Oh, die kichert. Was? Die Schachtel kichert schon wieder. Ich kombiniere weiter. Da muss doch was in der Schachtel sein. Gefunden. Du guck mal. Oh. Ladislaus. Ich mach uns mal eine schöne Überraschung und dann wirst du staunen. Ich bin gespannt. Dreh dich mal weg. So? Na, richtig. So? Ja. Frau Knuppe, können Sie mir bitte helfen mit dem... Ja, genau. Das hätte ich gerne hier so um... Mhm. Ja, so? So? Nee, so ist besser. Ja, so. Und jetzt? Jetzt möchte ich da oben auf der Schachtel sitzen. Ladislaus gucken. Du kannst gucken, Ladislaus! Mhm. Annabella? Boah! Mann! Du siehst ja aus wie, hier, sag mal schnell, von hier, wie die Goldmarie! Ja, von Frau Holle! Nein, ich bin eine Prinzessin mit goldenem Haar. Hallo, Frau Prinzessin. Und wenn ich vorhin schon so schönes Haar gehabt hätte... Ja, was denn? Dann wären wir bestimmt gekauft worden. Ach was. Du, da ist noch mehr Glitzer drin. Ich mach auch mal was Schönes, ja? Gut. So. Hopp. So. Hopp. Upsala.
Nicht gucken. Ich guck nicht. Also, ich hätte gerne das hier bitte, ja? Frau Knuppe, genau, so richtig schön. Ja, so, das ist eine gute Idee. So, und hier nochmal ein bisschen festgesteckt. So, fertig. Na, Annabella, du kannst gucken. Zeig mal. Oh, siehst du schick aus. Ja? Ja, weißt du, du siehst aus wie ein Löwe von König der Löwen. Hör mal auf. Ladislaus, du machst mir Angst. Jetzt hör mal auf. Ladislaus, du siehst schick aus, aber jetzt ist gut, ja? Einmal noch. Jetzt mach mal weg. Na gut. Jetzt darf ich mich verstecken und du zählst. Hopp. So. Gut, ich zähle. Ja, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich komme! Ladislaus, ich hab dich! Du guckst aus der Kiste raus. Anschlag. Ladislaus ist in der Kiste. Manno, du hast mich ja schnell gefunden. Ja, weil ich dich gesehen habe. Darf ich mich noch mal verstecken? Na los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich komme! Nanu? Ladislaus? Hä? Ladislaus? Wo bist du denn? Stand die Tür vorhin schon offen? Ladislaus, bist du da? Kuckuck, bin hier unten! Ja, Kuckuck. Jetzt habe ich dich gleich. Kuckuck. Jetzt habe ich dich. Kuckuck. Ja, gleich habe ich dich. Kuckuck. Jetzt aber. Kuckuck. Ja. Kuckuck. Ich lasse mal. Kuckuck. Ich hab dich. Komm. Mann, das ist ja ein tolles Versteck. Hattest du gar keine Angst? Nein, da unten war doch Sabinchen, die ist da rumgeflitzt und Licht war auch ein bisschen. So, und was spielen wir jetzt? Ich wäre ja dafür... Autofahren! Was? Wir haben doch gar kein Auto. Doch, wir haben ja die rote Schachtel von Frau Knuppe. Moment, bitteschön. Ja, ja und du bist der Chauffeur. Was ist das denn? Na, du schiebst die Kiste. Also ich meine, du bist der Fahrer. Ach so, alles klar. Na dann, einsteigen. So, hopp. Und schwupps. Anschnallen. Gibt's hier nicht. Na gut, dann schön festhalten, ja? Mach ich. Los geht's. Brumm, brumm, erster Gang. Das lahme Ende, Ladislaus. Mach mal schneller. Gut, zweiter Gang. Dritter Gang. Schneller. Vierter Gang. Ich fall aus dem Auto raus. Hast du dir wehgetan? Nein. Unser Auto ist ja nur eine Pappschachtel. Na, 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 na. So, und was spielen wir jetzt? Ich weiß, wir spielen Pferd und Reiter. Und wir, ich meine, wir haben ja gar kein Pferd. Nee, aber du könntest das Pferd sein. Ich? Ja, und ich kletter auf deinen Rücken und ich reite. Ich bin sozusagen die Reiterin. Okay, festhalten. Siehst du, geht doch schon mal gut. Oh, hier steht eine rote Schachtel, die muss weg. Hier, Pferdchen.
Mädchen, hier! Ich halte mich gut fest, ja? Ja, das musst du auch. Hier, Pferdchen! Boing! Mein Pferdchen wird wahnsinnig. Und hat mich abgeworfen. Du bist ja ein richtiger wilder Hengst. Na klar, aber eigentlich bin ich ein Bär. Und jetzt mache ich Scheibenrutschen. Was? Was ist denn das? Wirst du gleich sehen. Aber das können nur Bären mit ihren Tatzen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Hm? So. Also, pass auf. Erst wird angefeuchtet. So. Und jetzt geht's los. So, pass auf. Ich rutsche, Annabella! Hast gesehen? Mann, das ist ja toll. Mach mal noch mal, ja? Gut, also. Tipp, 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 tipp. Los geht's. Nochmal. Jetzt kann ich nicht mehr. Mann, das ist toll, Ladislaus, was du kannst. Ich möchte mal mitkommen. Ich will ganz nach oben und mal aus dem Fenster schauen, bitte, bitte. Nee, das schaffe ich nicht. Ach, du bist doch ein großer, starker Bär. Das stimmt. Siehst du. Dürfen wir es mal versuchen, bitte? Na los, komm. Moment. Was denn? Du musst erst mal die Pfoten noch mal anfeuchten. Alles klar. Tü, 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 tü. Gemacht. Gut, los geht's. Und? Halt dich gut fest, Annabella. Ja, mach ich. Los. Nee, das schaffe ich nicht. Och bitte, du schaffst das, Ladislaus. Noch einmal versuchen, ja? Na los. Ja, wir sind ganz oben, Ladislaus. Oh, ich kann nicht mehr, Annabella. Bitte noch einen Augenblick. Ich sehe sowas Schönes da drüben. Oh, Mann, das war anstrengend. Aber weißt du, ich konnte da drüben auf die andere Straßenseite schauen. Ehrlich? Na klar. Und da habe ich in ein Fenster reingeguckt. Und da hat ein Weihnachtsbaum geleuchtet. Ja? Mit richtigen Kerzen. Und da drunter saßen Kinder und die haben Geschenke ausgepackt und sich ganz doll gefreut. Nur wir beide sind kein Geschenk. Uns packt keiner aus. Wisst ihr, das ist die Stelle, wo ich immer heulen muss. Ich bin gleich wieder da. In der menschenleeren Straße, abendstill und schneeverhüllt, sind die beiden in dem Fenster ein betrüblich Jammerbild. Traurig vor der großen Scheibe fallen Flocken, leis wie Flaum. Nur im Hause gegenüber glänzt so mancher Lichterbaum. 10 Uhr schlägt's ganz leise. Und fast schlafen beide schon, da ertönt im Puppenhause laut das Puppentelefon. Ladislaus, hörst du das? Hier klingelt ein Telefon. Ja, da oben, in unserer Puppenstube. Ja, vielleicht ist der Anruf für uns und wir werden noch abgeholt. Ja, los, wir müssen da hoch. Ja, kletter auf meinen Rücken, ja? Mach ich. So, und du, Ladislaus, musst dich, Vorsicht. Ja, pass auf die Brille auf. Ja, mach ich. Muss dich schön recken, ja? Mhm. Ich spring jetzt hoch. Ui,
Vorsicht, die Brille. Ja, nun reck dich doch mal und streck dich du doch mal. Warte, ich springe und... Vorsicht, meine Brille. Das hat aufgehört. Hab ich auch gehört. Das ist alles deine Schuld, weil du dich nicht richtig gereckt hast. Gar nicht. Du bist schuld, weil du dich nicht gestreckt hast. Und jetzt wissen wir nicht mal, wer dran war. Genau, du Brillenbär, du. Ringelsocke. Brillenbär. Ringelsocke. Brillenbär. Ringelsocke. Brillenbär. Ringelsocke. Brillenbär. Ach, Kinder. Nicht streiten. Das habe ich auch zu Caroline immer gesagt. In der Not muss man zusammenhalten, nicht wahr? Was sagst du denn dazu, Sabinchen? Ja, genau, Pieps. Ihr müsst euch vertragen. Ja? Na klar. Und dann schlaft da mal eine Runde drüber, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders, Pieps, aus. Meinst du? Na klar. Aber erstmal vertragen. Das ist ganz wichtig. Gut. Okay. Piep. Also, du zuerst... Nee, ich dachte, du. Ich dachte... Es tut mir leid. Mir auch. Wegen dem Brillenbär. Mir wegen der Ringelsocke. Ja. Sind wir wieder gut miteinander? Na klar. Und jetzt sollten wir uns ein bisschen ausruhen und vielleicht drüber schlafen. Kann ich mich hier bei dir auf dein kuschelweiches Fell legen? Klar. Träum was Schönes. Vielleicht. Mal sehen. Vielleicht hilft's ja. Och, die beiden. Oh, ich mach mal das Licht ein bisschen leiser. Ne? Oh je. Och, und ich mach auch mal eine 15. Ne? Bin ja auch schon 12 Stunden auf dem Bein. Aua! Sag mal, Annabella, was machst du denn auf meinem Rücken? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin geflogen. Über einen Stein? Nein, ich habe geträumt, ich bin hier in unserem Schaufenster herumgeflogen. Ja? Das war schön. Und da war so schöne Musik. Und dann bin ich hier überall rumgeschwirrt. Hab mich gedreht und dann war ich oben bei uns am Telefon und dann war ich bei dieser schönen Glitzerkugel hin und her und nochmal am Telefon und da nochmal vorbei. Das war schön. Also, du bist da vorbeigeflogen und da... Annabella, ich habe eine Idee. Was denn? Du, wenn wir da oben mit der Glitzerkugel rüberschwingen zum Puppenhäuschen und dann können wir oben ans Telefon rankommen. Vielleicht ruft ja noch mal einer an und dann können wir abheben. Ja, aber wie kommen wir da hoch? Ja,
Gute Frage. Und wenn du auf meinen Rücken kletterst und anspringst, dich gut festhältst und rüberschwingst? Und wenn du das machst? Aber ich bin zu schwer, Annabella. Das stimmt. Na komm, wir versuchen's mal, ja? Gut, also. Ob. So. So, Moment. Mach dich mal noch ein bisschen höher, Ladislaus, ja? Ja, oder ich mach meinen Pops ganz hoch. So, guck mal, ich bin fast dran. Ich kann jetzt nicht gucken. Los, spring. Eins, zwei und, Moment, drei. Puh, Mist, ist ganz schön nah dran an der Wand. So ist besser, ja. Hast du's? Warte. Nicht so ungeduldig. Eins, zwei und drei. Oh, Mist. Bist du dran? Nein. Aber warte, jetzt ist gut. Und wenn sie da vorne. Eins, zwei und drei. Ich fliege. Toll, Annabella, halt dich gut fest. Also, ich halte jetzt das Puppenhaus fest, ja? Gut. Und du schwingst. Eins und landest auf dem Dach am besten. Oh ja, das sagst du so einfach. Zwei und drei. Oh, das Puppenhäuschen hat fest. Ich hab's. Ui. Alles gut? Ja, ich häng hier auf halb acht. Warte mal. So. So. Hier komme ich schon mal rein. Oh, das wackelt. Du musst es schön festhalten. Ja, hab ich. So. Ich bin gleich oben. Aua, das ist so klein hier, das ist wie ein Babyzimmer. Mann. Das klingelt! Los, ran ans Telefon. Ja, warte. So. Gleich hab ich's. So, warte, ich muss nur noch den Hörer. Hallo, ist da wer? Wieder aufgelegt. Ich glaube auch. Jetzt ruft keiner mehr an, Annabella. Ich glaube auch. Komm mal runter. Hey, ihr zwei da oben, Pieps. Was ist denn, Sabinchen? Ihr könnt doch jetzt nicht aufgeben, Mann, Pieps. Ja, aber jetzt ruft doch nicht mehr. Jetzt ruft doch keiner mehr an. Ja, das glaube ich auch, Sabinchen. Ja, und wenn doch, Pieps? Mann, ihr müsst nur fest dran glauben. Ich habe eine gute Idee. Also, was denn? Ihr nehmt das Telefon mit runter ins Schaufenster. Aha. Und dann stellt ihr es dahin. Und vielleicht klingelt es ja nochmal, Pieps. Ja, und wenn nicht? Ja, ist doch egal. Dann habt ihr es erstmal unten. Außerdem müsst ihr nur fest dran glauben. Das wird schon klappen, Pieps. Wollen wir es versuchen? Na klar. Also, guck mal. Wir können das jetzt hier gleich. Du. Warte mal, ich ziehe das hier mal fest. Du musst aufpassen, Ladislaus. Gott, nicht, dass es noch kaputt geht. Ich fang's. Los. Ja. Jetzt musst du noch runter. Und stell erst mal das Telefon hin. Okay. So. So. Und so. Siehst du mal, jetzt komme ich, ja? Springe mit den Füßchen zuerst und du musst mich aber gut auffangen, ja? Gut. Hui. Und? Los, in meinen weichen Bauch. Eins, zwei, und so, und jetzt hat Sabinchen gesagt, wir sollen hier sitzen und warten. Und ganz fest dran glauben. Naja, ich glaube nicht, dass noch mal einer anruft. Psst, hört doch mal auf, beide Pieps. Ja, aber wir glauben halt nicht dran. Ja, das ist das Problem, Pieps. Mann, und außerdem müsst ihr ganz still sitzen. Nicht bewegen am besten. Und einfach nur hoffen. Also, ich glaube, die spinnt. Psst, nicht bewegen, Pieps. Ich höre alles. Ich glaube auch, dass das Quatsch ist. Hey, nicht bewegen, Pieps. Ja, aber psst, nicht bewegen.
muss ich jetzt mich da mal abheben. Oh, jetzt sitzen die hier wie versteinert. Mütchen. Oh, Annabella. Oh. Du musst sprechen, sonst weiß der da dran ist, nicht, dass wir hier, hallo. Ja, 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 das ist alles noch zu haben. Eine Puppe und ein Bär. Ladislaus und Annabelle, kommen Sie zum Warenhaus unten rechts, doch bitte schnell. Ja, wiederhören. Ladislaus. Ja? Wir werden abgeholt. Ehrlich? Ich glaub's jetzt nicht. Wer war denn dran? Das verrate ich nicht. Aber wir könnten uns noch ein bisschen schick machen. Wie? Na da, mit dem Lametta oder dem anderen. Quatsch. Wir bleiben so, wie wir sind. Du hast recht. Du mit deinem Wuschelhaar und deiner Brille. Und du mit deinen Ringelsocken und dem Kordkleidchen. Jetzt sag doch mal, wer holt uns denn ab? Überraschung. Wird nicht verraten. Bitte. Aber ich weiß es. Und schon 10 Minuten später kommt ein Schlitten, kommt ein Ross und ein Alter steigt vom Schlitten und ein Schlüssel knarrt im Schloss. Nicht so eine Eile. Eine alte Schachtel ist ja kein D-Zug, Mann. Ja, ja, so. Schönen guten Abend. Oh, Sie sehen ja gut aus. Dann kommen Sie mal rein hier, ja? Vorsicht! Och, jetzt hat er sich die Stiefel nicht abgestriffen. Mann, Mann, Mann. Und ich krieg nachher wieder den Ärger mit dem Chef. Ja, 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 ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, Sie holen die beiden ab. Ich freue mich so. So vorsichtig, schön leise durchs Haus und dann durch die ganze Spielzeugabteilung. Leider, ja. Da sind die Schachteln. Nicht rauflatschen. So, das ist gut. Ja, und jetzt müssen Sie dann nur noch vorne um die Ecke drumrum. Und da sitzen die beiden in dem Schaufenster. Ja. Oho! Oho! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in open sleigh. Oho! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one-horse open sleigh. Ladislaus und Annabella abgeholt! Eine Puppe und ein Bär! Binst! So, einsteigen! Oh, der Weihnachtsmann! Hallo! So, Platz nehmen! Ist das schön! Und so ein schöner Schlitten. Hallo, wir hatten telefoniert. So. Festhalten. Los geht die Fahrt. One-Horse Open Sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is to ride in a one-horse open sleigh. Ich bin so aufgeregt, Ladislaus. Ja, ich bin gespannt, wo wir hinkommen. Festhalten! Wir fliegen! Ach, Kinder! Ach, je! Nein! Da oben fliegen sie! Ach, du Jemine, hoffentlich fallen sie nicht aus dem Schlitten raus. So was, sag doch mal. Ach, ist das schön. So. Wirklich schön.
dass die beiden noch abgeholt worden sind. Ja, herrlich. So, ach Gott, jetzt muss ich ja Sabinchen noch auf Wiedersehen sagen. Ma, die Tasche ist auch noch vorne. Ist das nicht schön? Oh, Telefon und Puppenhäuschen hat er vergessen. Mann, hier schneid's rein. So was glaubst du da? So, Sabinchen, wo steckst du denn? Komm mal her, du kriegst ja noch eine Weihnachtsüberraschung. Ja, komm mal her. Das ist ein Stück Käse, aber ich habe noch eine Überraschung für dich. So, gleich geht's nach Hause. So, Moment, wo hab ich's denn jetzt? Ah, hier. Komm her. So, aufgesetzt. Das ist doch schön, ne? Fröhliche Weihnachten. Aber die Frau Knuppe, die muss jetzt los. Oh, sag mal, Sabinchen, was machst du denn? Ist doch eklig. Ach, Kindchen. Bei aller Tierliebe, auch wirklich, weißt du. Komm mal raus hier. Ich will mitkommen, Pieps. Wie mitkommen? Na, zu dir nach Hause, Piepsmann. Warum das denn? Na, damit du nicht so alleine bist. Du meinst, damit du nicht so alleine bist, was? Naja, so kann man es auch sagen, Pieps. Na, dann komm mal in die Tasche. Aber nicht zumachen, Pieps. Man kriegt ja keine Luft. Tja, ach, da muss ich erst die Mausefallen alle wieder wegstellen. Naja, ist ja nicht so schlimm, denn komm mal. Frohes Fest! Ruft Annabella. Frohes Fest! Ruft Ladislaus. Dann wird's dunkel in dem Fenster. Unten rechts im Warenhaus.